Hallo, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Wie war das? Es ist Montagtag. Ja. Fail des Tages, vor 2 Wochen war das. Ja. So, ja, wir haben natürlich festgestellt, dass das Video extremst klein beim letzten Mal war. Und damit das nicht nochmal vorkommt, werden wir jetzt wieder am Rendering ein bisschen arbeiten. Und wir werden schauen, dass wir das dann auch wegbekommen. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Genau, wir hatten hier die ganze Fischerproduktion angesetzt. Ach ja, genau, die sind hier im Bau, ne? Ja. Und genau, wir hatten noch einen Kampf hinter uns und waren noch am Warten. Dass wir ja alles besetzt ist. Da kommen auch... Oh. Nee, wir hatten ausgetauscht, oder? Hatten wir nicht einen Austausch gemacht? Kann natürlich sein. Weil wir hatten ja gekämpft und das Nee, kann sein, da war ein dass... Schlappi drin. Wir hatten wahrscheinlich nur gekämpft und sind noch gar nicht zum Austauschen gekommen. Mal guck mal hier. Oha. Das ist mehr Witz als Spitz. Ja. Jetzt schon wieder los hier. Ist genauso wie... Oha. Ja, 3 Ritter, aber die werden bald weg sein. Was? Ja, wenn sie dann kämpfen, sind sie aus den Hütten raus. Das ist genauso wie, dass ich auf einmal bei mir im Skyrim Let's Play über Werner anfange zu reden. Yeah. Hast du gar nicht gesehen, glaube ich, ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall wurde da auf einmal Werner und das kleine Arschloch als Diskussionsthema. Ja. Wir warten, bis der Ritter drin ist und dann mache ich hier mal Austausch. Ne? Aber da fehlt immer noch einer dann, ne? Warum? Da geht der Ritter. Ach so, doch, sind zwei drin. Das sah so aus, als ob nur einer drin wäre. Haben wir eigentlich hier im Lagerhaus schon was drin, dass das ein bisschen beschleunigt wird? Oh. Ritter. Es geht ja dann schon ein bisschen schneller, ne? Dann sind die Hütten hier 1, 2, 3, 4, 5 schon mal versorgt. Gut, die hier oben jetzt nicht, aber ist ja eigentlich auch gehopst wie gedopst, wie ich ja immer so gerne sage. Ich tausche mal aus. Jupp. Ja, die werden schon mal alle mit Rittern dann hier besetzt. Offiziere gehen raus. Leutnende. Was ist hier? Ich mach mal hier gerade noch eine Verbindung runter. Hat den Zweck, dass die schneller zum Lagerhaus von da aus kommen. Damit die... Da guck, jetzt dreht er nämlich um. Das ist nämlich als... Und statt hier einmal immer so außen rum zu laufen, haben wir dann hier so kleine Direktverbindungen. Hier beim Bauernhof hatten wir es ja absichtlich nicht gemacht. Ja, die brauchen ja Platz Ja. für ihr Weizen. Was hatten wir hier drin in dem Ding? Huch. Okay, also ich merke, dass die Ruckler ein bisschen heftiger werden. Aber warum? Keine Ahnung. Also, ich weiß auch gar nicht, warum das überhaupt kommt. Ob da irgendwie das sich nicht so ganz verträgt, ich weiß es nicht. Schade drum. Aber wir versuchen natürlich ständig hier die Aufnahme zu optimieren. Ja. Wie es ja jetzt auch wieder passiert ist, weil wir haben oben links diese Zahl ja nicht mehr. Das hat funktioniert, das haben wir ja gesehen. Das stimmt. Als nächstes versuchen wir dann das Bild wieder etwas größer zu machen, denn dieses 720p kann man bei Siedler 1 sowieso vergessen. Ja, es war. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ne? Wie immer, ne? Ja. 1080 mal 720 oder was das ist. Oder 1280 mal 720, 1280. Und dann so gespeichert, ne? ja. Weil Ja, das eine dann. Gewohnheit ist, ne? Ja, und dann hatten wir vergessen, dass das Siedler 1 ist und das Ganze hier in einem Fenster, was vielleicht, ja, nennen, sagen wir mal 800 mal 450 Pixel ungefähr groß ist. Viel größer ist das ja nicht, ja doch, also 800 Länge, 400 Kante. Genau Und, so viel. ja doch, die hat's, glaube ich. Das sieht so aus, als ob das so, ich sag mal, 20 cm breit und in der Höhe vielleicht 15 oder so. Ja, kommt ungefähr hin. Ja, und dann müssen wir ja auch beim nächsten Mal hier wieder mal angreifen. Oh, was macht er denn? Er tauscht auch aus oder er greift an? Greift er an? Jung, greifst du an? Aber wenn, glaube ich, den roten, wa? Der greift wirklich an, den roten. Das hätte ich jetzt. Hat, steht, warte, ach, wir haben sogar vergessen, das vorzulesen. Ach, das kennt er ja mittlerweile. Ein Ritter, guck mal.
Der rote Ritter. Ja, der rote ist geschrumpft, ne? Aber er hat Ritter. Ja, vielleicht könnte dadurch, dass die jetzt alle in der Burg sind... Wahrscheinlich hat er nur noch so 15, 20 Leute, aber dafür alles Ritter, wa? Ja. Ja, da wird der Pinke ja jetzt ordentlich Einheiten verlieren und das müsste doch eigentlich unsere Chance sein. Anzugreifen, ne? Den da zu kitschen, wo der... Da mach mal doch nichts weg. Doch, wir nehmen hier wieder ein bisschen Land ein. Und hier unten will er hier so ein Ding bauen. So ein dickes Teil. Wir müssen dem wehtun. Ja, wir tun ihm ja weh. Na, vorher, wir hätten das jetzt noch nicht machen dürfen. Doch, genau jetzt ist nämlich der richtige Zeitpunkt. Ja, aber wir haben nur überall einen drin jetzt, ne? Das heißt, wenn der uns auch jetzt angreift... Wie will er uns denn jetzt noch zusätzlich angreifen, wenn er hier hinten alles gegen den Roten verliert? Was heißt alles, aber so ein Ritter kann sich wehren. Ich frag mich nur, warum der Pinke nichts hat. Der hat ja wirklich nur Offiziere und Gefreiter, aber guck mal, der greift da ja an. Er hat nur Offiziere und Gefreiter da, nicht mal ein Leutnant dazwischen, nix. Ich bin mal gespannt, wie viele der da noch kaputt kloppt. Da ist ein Leutnant. Ja, war ja klar, dass wenn man da eine Hütte angreift, dann trifft man immer auch einen Leutnant, ne? Mhm. Naja. Gucken wir mal. Okay, Leutnant und Offizier hat da drin. Auf jeden Fall hat er uns schon einen Ritter kaputt gemacht. Ja, gut, aber das ist halt, das passiert halt, ne? Das kann man nicht vermeiden, wenn man angreift, dass man Leute verliert. Und den verliert er nämlich jetzt auch. Also der hat auf jeden Fall viele, viele Leute hier, der Typ. Der Lilane. Ja. Und wahrscheinlich deswegen nur so schwache, weil das immer noch recht groß. Und dadurch konnten die sich jetzt nicht richtig ausbilden, ne? Ja. Und der Rote, der ist ja sehr schnell durch, auch durch uns geschrumpft. Und dadurch konnte er jetzt die Einheiten in der Burg konnten jetzt schön zu Ritter werden, ne? Das kann ich mir nur so vorstellen. Lustig finde ich, dass die Offiziere die ganze Zeit an uns vorbeilaufen. Frag mich nur, wieso der da eine Burg bauen kann. Guck mal, da ist ein Haus und da ist ein Haus. Und dazwischen kann der noch eine Burg bauen. Vielleicht wird das ja keine Burg. Was soll das denn sonst werden? Ein Lager. Lager sieht aber so aus. Hat auch vorne die zwei Türme. Ah, nee. Das ist eine Burg, weil, pass auf. Da. Mhm. Hundertprozentig eine Burg. Aber das Lederpapier hier auch nicht. Boah, wir haben schon wieder einen Ritter dagegen verloren. Und schon wieder mehrere jetzt. Ja. Ja, gut. Ist halt ein Kampf. Und lebt der hier hinten noch? Boah, hat der da Einheiten dran verloren. An einem einzigen Ritter. Mhm. Heftig. Kommt, Leute, macht voran. Und wir verlieren. Nein, wir gewinnen. Aha. Super. 900 muss das richten. Egal. Wer es richtet, Hauptsache es wird gerichtet. Das ist meine Einstellung. Machen wir hier dran. Ja. Fähnchen wie immer. Und? Machst du den Offizier noch platt? Nee, natürlich nicht. Doch. Zack. Nee. Und patsch. Doch. So, jetzt müssen wir gleich hier noch reinkitschen, weil der macht mir zu viele Waffen. Ja. Definitiv zu viele Waffen. Ah, das wundert mich auch, dass er da noch eine Burg hinmachen kann. Mhm. Warte mal, wenn er da unten eine Burg hinmacht, ne? Findet er ordentlich viele Einheiten. Soll man nicht seine Wachhütte da angreifen? Und dann? Verliert er seine eisernen Materialien. Naja, ich glaube nicht, dass einem so ein paar Steine und Bretter wehtun. Wir haben doch schon zwei Dinge angeschlossen. Ah ne, wir wollten noch den zweiten anschließen. So sieht's ne? aus. Ich mache mit hier unten dran. Ja, ja. So. müssen noch mal langsam hier unseren Warenbestand noch im Auge behalten. Ne, das war das Falsche. Oh, wir haben 30 Ritter, hast du gesehen? Ja. Den Schlosser sollten wir langsam anschließen. Denn für den Fall der Fälle, dann irgendwann braucht man, wenn wir so weitermachen. Machen wir auch hier unten dran. So. Und dann haben wir ihn wenigstens schon mal fertig.
Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Der Schlosser braucht er auch. Okay, ja, die Materialien kann er ja kriegen, aber genau, er soll erstmal nichts machen. Das ist so, jetzt müssen wir mal hier. Ich weiß, das sind jetzt viele Kämpfe hintereinander, da werden sich unsere Zuschauer freuen. Aber wenn der immer weiter jetzt Waffen produzieren kann, werden wir irgendwann richtig Probleme gegen den kriegen. Hat er jetzt immer noch gegen den Roten verloren? Nee, hat er eingenommen. Aber hat viel verloren dagegen. Das ist echt krass. So, ja, jetzt geht hier, also ich glaube für die Zuschauer ist das echt was Schönes, jetzt hier einen Kampf nach dem anderen zu sehen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht auspumpen. Ja, so hey, warte mal. Aus. Können wir mal hier so eine Querverbindung drüber machen? Weil schadet ja niemanden, auf Wüste kann man ja sowieso, ups ja, sowieso nichts bauen. Mann! Und für den Fall der Fälle haben wir dann da so einen Übergang. Vielleicht braucht man den ja mal. Oh, einer ist schon von dem kaputt. Komm, noch einmal. Nee, doch. Doch. Komm. Und klatsch. Zack. Jawohl. Ein Ritter richtet direkt hier. Oh, da unten wird auch gekämpft. Ist aber nicht so toll. Doch, ich schon. Haben wir mal hier so ein bisschen Schlacht. Vielleicht macht der eine Ritter das schon im Alleingang, dann können wir noch so ein bisschen außerhalb. Okay, das war jetzt doof. Und den oben verlieren wir auch. Das war auch doof. Und da oben ist auch noch ein Kampf. Und jetzt geht hier richtig die Post ab. Wie sich das gehört für einen Kampf. Weil das Problem ist, wir haben hinterher wieder die ganzen Schlappis bei uns drin. Ja, wir müssen dann gleich auf jeden Fall wieder austauschen. Das ist ja mittlerweile Standard. Aber so ziehen wir ihm auf jeden Fall auch ein paar Leute. Oh, oh, guck mal, da kommt überall jetzt. Kleiner. Lol. Gegen Leutnant. Boah, guck mal, ja, da sind überall. Guck dir das mal an. Was wimmelt es denn da auf einmal von Offizieren? Ja. Was? Wir haben gegen den Schlappi mit unserem Leutnant verloren. Hast du es gesehen? Weil der seine Einheiten jetzt wieder erstmal reinbringen muss. Das war kein schöner Zeitpunkt, den du gewählt hast. Naja, gut. Wenn er... Diesen Zeitpunkt kannst du ja gar nicht abpassen. Du weißt ja gar nicht, wann er seine Einheiten zurückholt. Ja, er hatte doch gekämpft mit 10.000 Leuten. Die müssen ja erstmal wieder wohin. Ja, aber die waren hier hinten, Steffi. Ja, da... Wolf da... Ah, okay. Ja! Ja, aber so weit ist das nicht entfernt. Guck mal, aus welchen Häusern wir aber einmal hinterherkommen. Ja, aber der Kampf ist hier hinten. Dann laufen die nicht hier zu dem Lagerhaus. Ich glaube eher, dass er seine auf 2 runtergestuft hatte. Da oben noch gewonnen und da unten gewinnen wir auch noch. Haben ihm auf jeden Fall sehr viel gezogen. Und wir haben vielleicht auch 2-3 Leute verloren, aber er hat mehr verloren. Definitiv. Weißt du? Wir mögen vielleicht einen Ritter oder 2 Ritter verloren haben. Guck mal, wir haben mit 10 Leuten angegriffen und 7 sind noch übrig. Aber überleg mal, wie viele wir von seinen kaputt gemacht haben. Mhm. Wir haben die Hütte mit 3 Leuten kaputt gemacht. Außerhalb waren noch überall Kämpfe. Also er hat bestimmt 7-8 Einheiten verloren. Und das ist super. Okay, das wäre natürlich gegen einen Schlappi, wo wir ja letztens noch drüber geredet hatten. Ja. Mit einem Schlappi einen Leutnant zu besiegen. Da ist es gerade wieder aufgetreten. Aber das Wichtigste ist, seine Ressourcen sind weg. Die Waffenschmiede ist kaputt. Das war sehr wichtig. Auch, ne? Und sein Lager auch. Und alle Leute, die im Lager waren, auch. Glaube ich zumindest. Weil wo sind die jetzt? Die sind ja mit weggebrannt, ne? Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die Einheiten auch aus den Lagern kaputt gehen, aber ich meine schon. Wenn du in einem Lager Einheiten hast, was abbrennt, dann müssten die eigentlich kaputt gehen. Eigentlich ja. Ich habe jetzt gerade keine gesehen, ne? Nee, die sind nicht da irgendwie rausgelaufen oder so. Ich habe nämlich auch keine gesehen. Ja, hier die Hütten sind ja eigentlich noch gut versorgt. Ja, Nachschub ist auch noch da. Das passt auf jeden Fall. Wir müssen nur darauf achten, dass wir jetzt nicht hier überall Gefreite oder so drin haben. Aber das sind alles Offiziere, das ist ja auch in Ordnung. Offiziere.
Leutnant und Ritter. Auch Leutnant und Ritter. Das ist ja... Das ist echt wunderbar. Dass hier keine Gefreiter oder sowas reingekommen sind oder Schlappis oder so. Mhm. Sondern wirklich gute Einheiten. Mit einem Offizier kann man ja auch gut kämpfen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und da fließt wieder Gold. Ja, Gold haben wir ja auch mittlerweile ohne Ende. Wie sieht das denn hier mit den Schmieden, Schmelzen aus? Produzieren die noch? Ja. Ma. Wir hatten ein Eisenproblem, ne? Ich erinnere mich. Ah, ne. Das sind ja hier diese dämlichen Hütten da. Hat der Rote also Ritter und der Pinke nicht? Guck, den Zeitpunkt konntest du gar nicht abpassen. Siehst du das? Mhm. Der hat jetzt alle Leute auf zwei, also alle Hütten auf zwei runtergefahren. Sowas kannst du nicht abpassen. Aber ich frag mich wirklich, warum er da jetzt noch eine Burg machen kann. Interessiert nicht, wir haben den Weg abgekappelt. Da ist kein Weg mehr. Den kann er sowieso nicht bauen. Ja, aber... Wir können keine zwei Hütten nebeneinander setzen und der zwei Hütten und eine Burg dann. Oder hätte eine Burg. Ja. In Abstand von 2 Metern. Schon komisch, ne? Sehe ich auch so. Oder es ist wahrscheinlich wieder, wie du letztens mal sagtest, man kann das irgendwie austricksen, aber... Wie können das die Computer dann, ne? Ja. Schon komisch. Mach mal bitte die Karte auf, wie groß ist der Pinke noch ist. Oh. Also wir haben schon ordentlich die Oberhand jetzt gewonnen. Und ja, jetzt hat er noch eine Eisenschmelze. Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Waffenschmiede, aber die haben wir ihm jetzt weggebrannt und er hat keine zweite. Und der Rote ist im Prinzip auch im Eimer. Können wir es eigentlich aufgeben? Theoretisch könnten sie aufgeben, tun sie aber nicht. So sind sie, Computer. Die geben noch nicht auf. Mach das so wie Lady Emily. Ja, genau. Guck mal, er hat auch eine Waffenschmiede. Aber nicht mehr irgendwie im Gebrauch. Die steht einfach nur noch zur Zierde da. Wie viele Lagerhäuser die hier haben. Ja, sehr interessant, wie sich das jetzt hier alles entwickelt aber, hat. Aber, was ja, ich auch krass finde, ist... Das ist eine schwedische Popgruppe aus den 80ern, ist, ne? Ja, finde ich auch. dass Balduin, der ja eigentlich total zurückgezogen lebt, angegriffen hat. Ja. Da steht ja nichts im Text davon drin, dass der angreift. Naja, aber ja. Wir haben ja jetzt hier gerade das Handbuch offen. Da steht ja bei Lady Emily, sie ist eine harmlose Gegnerin. Bei Balduin steht nur, dass er zurückhaltend ist. Hm? Vielleicht heißt es einfach nur, er greift nicht an. Oder er greift sehr selten an. Aber wenn er angreift, dann mit all seiner... Ja gut, das waren auf jeden Fall 15 Leute, hat er bestimmt dafür benutzt, diese Hütte zu erobern. Aber die hat er ja auch anscheinend gebraucht, weil da sind ja einige Leute kaputt gegangen. Oh ja. Einen einzigen Ritter. Das war ja schon nicht von schlechten Eltern, ne? Ja, hier, der Bauer hat auch genug Platz für seine Felder. Ja, das ist schön. Hier, der sowieso... Der Typ. Hat er die jetzt gerade wieder ausgelagert? Was weh, was? Das Gold? Ja. Wegen der Hütte hier unten, die wir erobert haben. Ah. Muss ja alles befüllt werden. Ja, klar. So. Ja, wir haben ja auch schon angekündigt in der letzten Folge, dass wir versuchen, das Ganze hier so ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Dass wir versuchen, die Kampagne jetzt endlich mal abzuschließen. Und wenn man auf unsere Einheiten guckt, dann können wir das auch gut und gerne mal machen. Und ich bin sogar mal der Meinung, dass wir mal die Grenzen hier so ein bisschen optimieren. Und noch mal ein paar Leute rausholen. Aus den nicht grenzwertigen Hütten, weil die können ja sowieso nicht angegriffen werden. Und keiner von denen wird uns jetzt angreifen. Wir sind am Drücker. Von daher können wir die außenstehenden Hütten einfach mal ein bisschen wegmachen. Und uns die noch zu aber die nehmen. An der Grenze, die sind dick besetzt. Ja, ja, klar. Ich habe nur die hellen, also hier diese, mit diesem leichten Plus. Ja. Die habe ich jetzt mal ein bisschen runtergefahren.
damit wir die Ritter oder die Leutnante, die da vielleicht noch zu viel sind, auch mitnehmen für den Angriff jetzt. Ne? Ja, du und deine Ritterwelt, ich weiß. Nein, allgemein die angriffslustige Welt. Ja, schnetzen wir uns jetzt hier durch. Aber erst... Nee. Ja, wir machen's ganz simpel. Wir gehen hier durch den Lilanen durch, nehmen in die Hütten, die wir hier noch sehen. Das sind jetzt zwei. Hier. Obwohl, wenn wir doch direkt die Burg angreifen? Nein, das werden wir nicht tun. Meistens geben die auch schon auf, wenn sie nichts mehr haben außer der Burg. Deswegen hatte ich überlegt, könnten wir ja die 2, 4, 6 Hütten oder 5 Hütten, die hier noch um diese lilane Burg stehen, die machen wir weg. Obwohl, und sind automatisch am Roten dran. Obwohl, was hier auch reichen würde, ist, die Hütten wegzunehmen, wo noch irgendwas Wichtiges ist, sprich Kohle, Baum. Weiß ich nicht, ob das reicht. Wenn die beiden Hütten auch schon weg ist, ist das hier alles komplett weg. Ja. Vielleicht reicht das dir schon. Das ist ja lustig, das wusste ich gar nicht. Mit einem Doppelrechtsklick kann man die Karte automatisch öffnen. Das wusste ich auch nicht. Wieder was dazugelernt. Man lernt nie aus. Wir sowieso nicht, denn wir failen sowieso die ganze Zeit. Warten wir, bis das Gold in der Hütte ist, bevor wir angreifen, oder? Ja, ne? Oder? Kann ja eigentlich auch sofort loslegen, oder? Und jetzt hatte für den Angriff... Weiß ich nicht, ob das für den Angriff irgendwas gebracht hat. Bis jetzt sah es für mich nicht so aus, denn wir haben gegen den Schlappi mit dem Leutnant verloren. Trotz Gold, und er hat keins. Das sehen wir daran, dass die ganze Zeit Gold von uns darunter geschifft wird. Also... Das weiß ich jetzt nicht. Oh, da sind noch 12 Goldbarren drin. Nicht schlecht. Oh, 3 Ritter. Ritter und Leutnant ist auch noch drin. Oh, was sind da fertig geworden? Wie, wo, was? Wahrscheinlich die Fischerhütte, ja. Achso, ja. Ja, komm, geil, Mann. Warten wir auf. Ach komm, die sind da jetzt da. Liebe Leute, ich weiß nicht, wie viele von euch mein Skyrim Let's Play oder mein Siedler 7 Let's Play noch gucken, aber ihr wisst ja mittlerweile, dass Warten einer meiner Lieblingssachen ist. Ich warte ja so gerne, für mein Leben gerne bin ich einer, der wartet. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes tun als warten. Oh, hast du das mal gemacht? Das ist echt kein Flachs. Du musst mal auf die Uhr schauen, ne? So gehen ja 5 Minuten oder eine Minute wie im Nu vorbei. Schau mal auf die Uhr und sieh dir diese 60 Sekunden an, die du denkst, boah, du könntest ausrasten. Aber ich habe gehört, die sollen genauso schnell vorbeigehen wie die anderen auch. Ja, aber du guckst da drauf und denkst mir, boah, wann ist die Minute mal vorbei? Ja. Während wenn du nicht halt auf die Uhr... Das war. Hast du schon mal 4 Stunden in einem Arztzimmer gewartet? Ja. Hast schon mal 4 Stunden PC gespielt? Ja, ich habe schon 4 Stunden im Arztzimmer gewartet, obwohl ich einen Termin hatte. Ja, ich auch. Beim Augenarzt war das bei mir. Nee, ja. Beim Hautarzt. Ja? Ja. Als ich damals ja in den Armen diese vielen, Pubertätspickel hatte, da habe ich auch... Nee, bei mir war das beim Frauenarzt. Ja. Da hatte ich abends um 5 Uhr einen Termin und war es um 7:30 dran. Also... 8 Leute. Oh Gott. Bitte schon mal das Vaterunser. Ach scheiße, ich hätte erst die Hütte nehmen sollen, ne? Ja, wäre glaube ich schlauer gewesen. Ach, nehmen wir halt noch die. Oh! Jetzt wird gekämpft! Gut, dass ich an der Maus bin. Wenn es nach Voltra ginge, dann würden wir hier noch 20 Stunden lang so rumbauen, nein, Ritter sammeln. Ja, die man nicht einsetzt, ne, weil sie ja so schön sind. Sind wertvoll. Ja, wertvoll. Die kosten eine Menge Zeit und Geld. Da sind wir wieder bei Zeit. Was macht denn der? Ach, der greift mit da an. Oh, da haben wir schon den Kampf im Laufen und verlieren schon den ersten. Und hier? Oh, da ist auch der erste weg. Ja. Und hier? Machen wir mal dieses Dingens da weg. Das Anvisierzeichen. Den verlieren wir? Nein, den gewinnen wir.
Und hier? Verlieren wir. Brauchen wir gar nicht mehr weiter. Gucken. Ach, das kann ich mir nicht angucken. So. Ja, paff. Und, ouch. Und. Komm! Tada! Die Hütte gehört schon mal uns. Du. Und hier unten. Ah, ist noch immer der Kampf. Ist noch keiner kaputt gegangen unten. Von den Gegnern. So. Ja, jetzt hatte ich gerade hier diese ganzen Ruckler. Ach Gott, da kommt doch wieder. Da sehe ich doch schon wieder ein Gefreiter im Augenwinkel. Was will man doch nicht sehen? Nee. Ah, da ist schon wieder einer kaputt. Wieder zurück. Ja! So, das ist dann hier so eine ziemlich schöne Kampffolge. Ein Kampf nach dem anderen. Viel getan. Bin mal gespannt, wann sie endet, weil müsste ja gleich die halbe Stunde rum sein. Müsste eigentlich, ne? Ja. Wo wir wieder beim Thema Zeit sind. Ja. Na, endlich. Aber es sind zwei Leutnende drin, deswegen ist das so ein bisschen härter da an der Stelle. Und da kommt jetzt ein Offizier her. Kommt der Offizier jetzt her? Wahrscheinlich nimmt er jetzt... Und zack, da ist der Leutnant auch kaputt. Jetzt super. Ging's schnell. Und da? Den gewinnen wir auch. Jawohl. Ich hatte sogar kurzzeitig gedacht, oder auch nicht. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Da müssen wir jetzt die Fahne hin. Kam ich denn jetzt gerade nicht an die Fahne ran? Was denn? Aber kann ich keine... Doch, kann ich eine Fahne sehen. So. Ja, dann haben wir den auch schon mal schön dezimiert. Wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall ein Dingenstausch machen wieder. Erstens das, und wenn wir das gemacht haben, müssen wir noch die eine Hütte da unten angreifen, am Kohle... Dingen da. Bei dem Lilanen. Die meinst du? An der Schmelze. Die Wachhütte, ja, an der Schmelze. Und wenn die nämlich weg ist, dann gehen nämlich die Kohlehütten auch automatisch weg. Zumindest hat er die denn nicht mehr. Ja, benutzen kann er sie nicht mehr, ne? Ja. Ja. Vielleicht gibt er ja dann auf. Ich glaube, die geben nicht einzeln auf, sondern man muss beide haben, damit sie aufgeben. Die müssen zusammen aufgeben, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass sie nacheinander aufgeben können. Irgendwann kommt dann dieses Gewinnerbildschirm. Die sehr Gewinnerbildschirm. Ja, der Gewinnerbildschirm. Der Bildschirm. Der Schirm. So kann man es aufdröseln. So. Leute, ich studiere Informatik, nicht Germanistik oder sowas, ne? Also immer dran denken, wenn ihr sowas hört. Ach Gott. Oh Gott. Da haben wir schon wieder den Untergang gesehen. Oh, was macht der denn jetzt schon wieder? Leutnant? Leutnant? Offizier? Forstet er jetzt seine Hütten wieder auf volle Pulle? Entweder das oder er greift an. Nee, wenn er angreift, dann muss er erstmal aus den Hütten welche rausziehen, bevor er wieder welche reinzieht. Ich glaube, er forstet gerade auf 3 hoch. Schade. Naja. Schade? Ja. Warum schade? Dann wäre so eine Flachhütte, wollte ich gerade. So eine Flachhütte? Ja. Eine Wachhütte schneller kaputt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich jetzt mehr Gegenwehr. Ja. Dadurch, dass er hier die Verbindung nicht mehr setzt. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht diesen da noch angreifen sollen. Weil da ist eine Eisenmine. Dann könnte man da nochmal nach Eisen suchen. Oh ja. Und da sehe ich sogar Eisen. Eisen. Aber lass erstmal unsere Yogis da wieder... austauschen. Ja. Also armeenmäßig haben wir auf jeden Fall eine gute Rückhand. Ja. Da können wir ordentlich Paroli bieten. Oh Mann. Oh Mann! Ja. Dauert eine Zeit. Ja, jetzt haben wir momentan, ist halt nichts zu tun jetzt gerade.
Doch, wir könnten bei uns am Berg nochmal eine Eisen suchen. Ja, dann machen wir jetzt 3 Klicks irgendwo am Berg. Ist doch egal. Was war das denn hier? Ja, okay. Tschüss. Oh, nicht traurig. Die Mine ist schon mal kaputt. Was haben wir denn da noch alles? Kohle. Siehste? Nur? Kohle. Und? Kohle! Und der da? Ist auch Kohle. Das war alles Kohle hier. Da hat man nämlich extra noch hier gesucht und das war alles Kohle. Wir müssen das Ding hier unten erobern. Den Penner hier müssen wir kaputt machen. Ja, aber das Problem ist, der Weg ist so weit. Und da ist es. 30 minutes passed since the last saving, ja. Die 30 Minuten sind um. Ja, die 30 Minuten sind um. Und wir speichern das Ganze und machen dann unsere Endkommentation. Das haben wir uns so, oder versuche ich mir jetzt so ein bisschen so anzugewöhnen, damit wir das nicht verpassen. Wie du das letzte Mal. Ich. Ja. Immer auf die Kleinen. Ja, Zwerge haben hier nichts zu sagen. Es kommt immer nur auf die Orks an. Bin aber kein Zwerg. Ein Gnom. So, und damit... Nein, auch kein Gnom. Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr 1,45 Meter als Gnom empfindet. Ich bin 1,65. Naja, gut. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Jupp. Halbe Stunde Pixelspaß mit Voltrau und meine Wenigkeit. Jupp. Und lasst euch überraschen, was sonst noch diese Woche passiert. Es könnte ja noch ein böses Erwachen geben. Vielleicht am Freitag oder so. Du machst mir sehr viel Angst gerade. Nein. Okay, also, ich habe ihr gerade ein bisschen Heroin gespritzt, ein paar Ekstasy gegeben. Und der Joint, der liegt jetzt gerade hier aufgeraucht. In der Ecke. Jojo. Ja, also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch. Und dann sehen wir uns irgendwann mal. Wahrscheinlich in 2-3 Minuten. Ja. Wenn ihr den Replay-Button drückt, dann könnt ihr das Ganze hier wieder... Da könnt ihr euch den Pixelspaß nochmal ansehen. Genau. Ja. Ja, also, wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Wie gesagt, haltet mal am Freitag ein bisschen Ausschau. Vielleicht seht ihr da ja eine kleine neue Überraschung. Ansonsten verabschieden wir uns für diese Folge. Bis dahin. Und freuen uns auf die nächste. Jupp. Tschüss.